Es ranken viele Mythen über das Brieselanger Licht. Aber ein Mythos entspricht einer traurigen Wahrheit. Ein kleines Mädchen mit dem Namen Elisabeth Via ist von sowjetischen Soldaten am 28. Juni 1945 im Brieselanger Forst vergewaltigt und ermordet worden. Dies beruht allerdings auf einer wahren Begebenheit und man sagt, dass ihre Seele im Brieselanger Wald noch umherirren soll. Am 3. September 2016 machten wir uns zusammen mit unserer befreundeten Gruppe, dem Ghost Researcher Team NRW, auf den Weg, die Brieselanger Lichter zu untersuchen. Leider hatten wir an diesem Abend keinen Erfolg, dort die Lichter zu sehen. Aber wir lassen uns es trotzdem nicht nehmen, auch ein Video zu bringen. Denn das zeigt nur, dass man nicht immer bei jeder paranormalen Untersuchung Erfolg hat. Was auch ansonsten irgendwann unglaubwürdig wirken würde, wenn man nur angebliche Erfolge vorzeigt. Das ist nicht das Licht, das sind Jugendliche. Wir mussten leider an diesem spätsommerlichen Abend feststellen, dass wir nicht alleine im Wald waren, da dort sehr viel Spuktourismus war, welches durch Funk und Fernsehen leider sehr dazu beigetragen hat. Leider fahren in diesem Wald viele Jugendliche mit ihrem Auto, welches eigentlich mittlerweile von der zuständigen Forstverwaltung nicht gern gesehen wird, und verschmutzen mitunter durch Wegwerfen von Müll den Wald, was uns leider auch aufgefallen ist. Es wurden auch zum Beispiel extra aufgestellte Schranken im Wald, damit man dort nicht mehr reinfahren kann, durchbrochen. Diese Spuktouristen meinten auch anhand von Laserpointern, andere befindliche Leute im Wald zu ärgern. Mit uns versuchten sie es natürlich auch, was uns davon allerdings nicht abhielt, dort zu bleiben und unser Glück weiter zu versuchen. Zusätzlich hatten wir noch die Schwierigkeiten, dass viele Insekten, mit unter anderem Mücken, um uns schwirrten und diese Untersuchung nicht gerade einfach machten. Also was hier bisher hauptsächlich sind, sind Viecher, aber von Lichtern nicht zu sehen. Da hinten ist ein... Vielleicht biegen wir vorne ab. Dahin. Hier mal einige kleine Beispiele dafür, wie viele Insekten um uns waren im Wald. Welche vielleicht ein anderer gerne als Orbs gesehen hätte, waren definitiv Insekten. Denn wir wollen ihnen nichts vorgaukeln, wenn die Wahrheit doch so nah ist. Leider ist uns auch ein Fehler unterlaufen, da Mark sein Handy anhatte, da wir zu dieser Zeit erreichbar sein mussten, und er schaute auf dieses, um zu sehen, wie spät es ist. Und prompt schlug der Ghostmaster von unseren Kollegen aus. Frag mich doch, ich hab eine Uhr um. Wo ist dein Handy? Aber hallo, hallo mein Handy. Dann hielten wir den Ghostmaster an die Kamera, mit der wir filmten, und stellten dort auch fest, dass der Ghostmaster ausschlägt, wenn er unmittelbar in der Nähe der Kamera ist. Dann können wir ja einen interviewen, aber wir haben keine... Ich bin nicht. Die Kamera. Musst du mal ranhalten. Ja, ein Schwach. Nun haben wir zwei Fotos, wo vielleicht der ein oder andere sagen würde, diese sind paranormal. Nein, das sind sie definitiv nicht. Beim ersten Bild sieht man eine Langzeitbelichtung, aufgenommen von Annie mit einer Sony Alpha 200. Bei dem zweiten Bild sieht man sehr gut, dass vor der Untersuchung geraucht wurde, mit einer E-Zigarette oder auch Verdampfer genannt.
Als wir uns dann schließlich zurück auf dem Weg zum Auto machten, sah Julia noch einen Anwohner, mit dem sie sich noch unterhielt, was das Brieselanger Licht angeht. Dieser erklärte ihr, dass einige Bewohner von Brieselang sehr genervt seien von dem Spuktourismus, da diese sich mit unter anderem nicht adäquat im Wald benehmen würden, durch, wie wir schon beschrieben haben, ihren Hinterlassenschaften im Wald. Er habe auch laut seiner Aussage nie das Licht im Wald gesehen. Wir hatten auch laut dem Anwohner Glück gehabt, da zu diesem Zeitpunkt wohl Wildwechsel verstärkt durch Wildschweine stattgefunden haben soll, was wir allerdings glücklicherweise nicht bemerkt haben. Auch wenn die Untersuchung im Brieselanger Wald nicht so gelaufen ist, wie man sie sich vielleicht hätte vorstellen können, konnten wir mit unserem Video allerdings einige Dinge erklären, was das Benutzen eines Handys bei einer paranormalen Untersuchung angeht, das leichte Beeinflussen von Equipment auf Messgeräte in unmittelbarer Nähe und verschiedene Bilder, die in mancher Hinsicht zu Spekulationen führen würden. Unser Resümee zum Brieselanger Licht? Wir können nicht sagen, ob es das Licht wirklich gibt. Wir bleiben aber auf jeden Fall an der Sache dran. Wir wollen uns auch herzlich bei unseren Kollegen, dem Ghost Researcher Team NRW, für die tolle Zusammenarbeit bedanken und natürlich auch für die Mitnahme mit eurem Auto. Wir freuen uns auf weitere Untersuchungen mit euch. Zu guter Letzt wollen wir Ihnen natürlich auch kleine Outtakes nicht vorenthalten, da wir auch nur Menschen sind, die Spaß an ihrem Hobby haben, und bedanken uns fürs Zuschauen. Scheiße, in meinem Keller liegt eine Leiche. Scheiße, in meinem Keller liegt eine Leiche. Geh da mal hin und sag mal. Ja, echt. Ja, nachher ist einer mit der Schusswaffe und bringt gerade sein Auto um. Ah, du bist der Beste. Boah. Meinst du, ich schieß da 7 Millionen mal drauf? Vielleicht hat er einen großen Hass auf seine Olle. Ja, genau. Hammer. Stern? Naja. Oh, aua. Sorry. Stern da? Ja, ist es. Oh, jetzt schubst er mich hier im Wald. Aua! Was tut er da? Er hat mich in den Wald, wird er nicht schubsen.